Und damit begrüße ich euch zu Ball Nummer 7, meine Lieben. Ich bin diesmal wieder im Team mit dem lieben Manuel. Wir bilden zusammen das Team German Odin. Warum diesmal German Odin und nicht Klumpiger Jesus, möchte ich nicht spezifizieren, aber Manu hat verkackt. Mehr und weniger ist da nicht hinter. Und das diesmalige Ball Nummer 7, hat eine besondere Besonderheit. Und zwar teilen wir uns die Slots mit Franzosen. Das heißt, diesmal spielen 50 Franzosen und 50 Deutsche mit. Junge, du bist Luxemburger. Ja, okay. 50 Franzosen, 49 Deutsche und ein Deutsch-Franzose. Besser. Ja, danke. Dann noch schnell was zu den Runden, bevor es losgeht. Und zwar ist ja seit dem letzten Ball die neue Map rausgekommen, Miramar. Und dementsprechend finden alle Runden diesmal auf Miramar statt. Die erste Runde ist eine Third-Person-Runde auf Miramar ohne Einschränkung. Die zweite Runde ist eine First-Person-Runde auf Miramar ohne Einschränkung. Und die dritte Runde ist eine Winchester- und Shotgun-Only-Runde mit bestimmten Restriktionen. Das seht ihr dann aber noch vor der dritten Runde. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Baal und ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Round 1. Fight! This is the way! Aha, I like it. This is the way. This is the way. This is the way. Hey, komm mal her. The fuck? Geh mal hier drauf. Und dann geh mal drüber. Wie dumm das aussieht. Easy. Ich bin dumm genug, um da durchzukommen. Ja. This is the way. This is the way. So, wir direkt in Campo Militar. Ja, lass raus. Nein, willst du echt? Ja, lass mal. FF, okay, ich bin raus. Ich bin da auch draußen. Hier sind welche. Sollen ist mir egal, ich tue die. Dann lass aber links landen. Ah, okay. This is the way. Okay, ich bin offline. Oh. Ja, schon, wo bist du denn? Ich bin bei der Marker. Ich bin du bist ja ganz am Arsch der Welt. Ja, this is the way. What the fuck? Ist egal, die sind ja weiter hinten. Also ich hab hier gar ist nichts. Eine Pfanne. Hier ist da eine Pfanne. Ich komme gleich rüber, um mir die zu holen, weil ich noch nichts. Ich hab nicht mal Muni. Hey, oh, hier liegt nix! Hier ist ein Wagen, hier ist ein Wagen. Lass wegfahren. Okay, ich hab nicht so viel Zeug, ne? Ja, ich auch nicht. So schön. Warst du hier schon durch die Lagerhallen alle durch? Ja. Nicht durch alle, aber komm. Guck dir mal die Border an. Okay, ja dann... Markier mal. Ich weiß nicht, wohin. Also das Flugzeug ja, ist, glaube ich, so markier einfach irgendwo. In die... Wir könnten hier noch in die Stadt vorbeifahren. Fahr durch die Zäune. Ich werde fuck! Passen. Scheiße. Die werden mich vielleicht kriegen. Scheiße. Nein, nach hier, links, 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 hier. Ja, der Wagen ist ein bisschen unkontrollierbar. Fuck, okay, Alter. Schön. Hast du einen Koffer? Ja, hab ich. Dann fahr hier unter den Hügel und dann heile ich mich kurz. Perfekt. Das war klar. Alter. Was? Was? Was soll das denn? Ja, es müsste blau sein. Ich erkenne es nicht ganz, weil ich nur das Dach sehe. Dach? Was? Oben, auf Dach. Hast du noch irgendein zweites Miniscope? Nee, ich habe nur noch eine Graphic für meine K. Fuck. Ah, nee, nicht für die K, sondern für die SK. Ja, weil ich habe nichts für meine M16. Und da kann ich auch kein Achtfach drauf tun. Je suis un perroquet! Camembert? Et boum, c'est le choc! Et boum, c'est le choc! Accent circonflexe? La vache qui rit! Je ne comprends rien! Je préfère des escargots! Tout est bien qui finit bien! Partir, c'est mourir un peu. Oh Gott, ich werde angeballert! Ich bin fast tot! Keine Ahnung, ich bin tot! Ey, das ist nicht wahr! Ich seh. Oh nein! Da geradeaus, gerade bei 330. Einer im Haus, ja, einer ich unten. Sehen. Ich kann dir, ich weiß nicht, ob ich dich aufheben kann da. Nee, nee. Ja, ich geh mal kurz hinter das Auto. Ja, ich werde wahrscheinlich sterben. Ja. Allez les bleus! Allez les bleus! Okay, sie treffen echt nicht gut. Die werden sich jetzt gleich auf mich konzentrieren, sobald du nicht mehr sichtbar bist. Ja. Du musst sie irgendwie ablenken. Ja, ich versuch drauf zu schießen. Also, für dich gehen oh, ich werde sterben. Ich bin ja tot, ja. Hitrem. Hitrem. Baguette de fromage!
Wäre nie passiert, ne, wenn wir den komischen Unfall da nicht gehabt hätten. Ja, das stimmt. Ist das dumm. Round 2, fight! Ach, First Person, das ist was wir nie spielen. Ja, ja, nice. This is the way! Boy! This is the way! So hätten wir uns nennen sollen. Eigentlich müsste ich Voice Chat einstellen, immer wenn ich wen töte, dann auf den zulaufen. This is the way! This is the way! Alles Franzosen. Wir töten, wir fragen jetzt so, seid ihr Franzosen? Und dann töten wir die. Hast du das von Max mitbekommen, als er genockdown wurde? Ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, aber ich habe mitbekommen, dass er ausgenockt wurde und was gesagt hat. Also ja, er wurde genockdown und dann gerufen, ich bin Deutsch, ich bin Deutsch! Als ob es irgendeine Relevanz hätte. So geil. Fuck, ich bin instant down. Hier kommt einer auf der Straße, rennt über die Straße. Ey, ich bin Deutsch! Ich bin Deutsch! Sollen wir wieder direkt raus? Ja, komm, lass machen. Okay. Komm. Wieder da, wo wir gerade waren? Go, go, ja, ja, komm. Okay. Go, go, go. Wo war das? Da vorne. Ah, oh, fuck, da sind wieder beide. Oh nein. This is the oh way! Genau so mag ich's, ey. Also hier hinten war ich. Wollen wir die töten eben? Oder wollen wir halt wirklich wieder... Waffen. So. Wollen wir eine Shotty und eine Car? Geh mal hier hoch und versuch mal zu snippen. Ja, ich geh mal weiter nach hinten links. Hier ist nämlich da, ist bei mir, ist bei mir! Komm. Ich hab mich getroffen, die sind in der Lage alle vor mir. Die erste? Die erste direkt vor mir. Okay. Weißt du, was sie für Waffen haben? Nee, keine Ahnung. Ich hab halt nur eine Car und eine Shotty. Oh fuck, die haben auf jeden Fall einen Scope oder sowas. Komm hier nach hinten raus. Komm nach hinten raus. Ich sehe seinen. Sollen wir nicht kämpfen? Doch, doch, aber. Von links noch irgendwo. Nee, das ist alles er, oder? Ich sehe nicht. Ich kann nicht helfen, wenn ich nichts sehe. Komm mal hier. Wollen wir gehen? Ja. Voll die Pussy. Rechts! Bin down. Ich gehe hier hinter. Ich hab keine Muni mehr. Ich drop dir Zeug von mir. Ich hab keine... Kopfschuss, UMP. Ich kann nichts machen, wenn ich keine Waffen finde. Es ist halt oh Mann, M16, ey. M16, Mini und ich, Shotty. Round 3, fight! Oh, ich sehe welche, ganz weit weg, 110. Und einer weiter links. Auch 110, von hier aus. Einer rechts neben dem Berg und einer links. Siehste? Ah ja, lol, ist der weit weg. Alter. Soll ich die snacken? Nein. Die krieg ich locker. Der ist so dumm, da jetzt reinzuschießen. Die krieg ich locker. Ja. Genau, verrat unsere Position. Am besten mit der Shotgun. Bitte. Wäre geil, wenn ich dann noch Damage mache. Hier laufen welche, 335, ungefähr 300 Meter. 300 Meter. Unten ist auch gleich an der Straße. Unten gleich an der Straße. Willst du denen ein bisschen entgegenkommen? Die waren hier ungefähr. Ah, ja, ich seh sie. Nee, nein, warum denn? Warum denn entgegenkommen? Die kommen doch hier hin, oder? Weiß ich nicht. Nee, die laufen nach links jetzt. Ja, aber warum sollten sie das tun? Vielleicht, weil sie in die Stadt wollen. Aber nach links, das ist da haben wir gerade gelootet. Ja. Sind die dumm? Das sehen sie ja dann gleich. Boah, sind die Alter. Ganz kleine Männchen. Mach du die Tür zu. Ja, dann lass mal abwarten, vielleicht kommen die hoch. Ja. Wie du da stehst. Ja, was machen wir dann? Rennen wir raus oder wenn die kurz vorher hier sind? Also eigentlich wäre ich dafür, dass wir genauso in der Starre stehen wie eben und die Tür dann abaimen und einfach reinböllern. Dann können wir aber auch runtergehen. Die bewegen uns gar nicht. Nee, warum? Da ist die Angst die werden auf noch Fall, größer. Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen werden. Wir sind schon ein bisschen verstreckt hier drin. Nee, da laufen sie. 335, ich sehe sie. Ja. Sollen wir draufschießen? Ich glaube, ihr habt mich gesehen. Hä? Nee. 335. Ach, du siehst nur andere. Nein, warum denn draufschießen? Weil die nah sind. 50 Meter. Ja, du wirst trotzdem nichts treffen. Und selbst wenn, hebt der eine den anderen instant wieder auf. Hör die auf. Sind mitten auf dem offenen Feld. 50 Meter vor uns. Ja, und ich habe keine Waffe, um sie anzuballern. Ja, okay, die sind jetzt gleich da hier dran. Wir könnten hier nach links kommen die. Willst du raus oder? Ich weiß nicht. Vielleicht kommen sie ja hoch. Okay.
Oh ja, man hört sich nicht bewegen. Das ist, oh Gott, er hat mich vielleicht gesehen. Er ist auf dem anderen, im anderen Haus. Wollen wir? Ja. Von wo? Alles klar, ne, nicht wieder raus in den, drüben, aber das, da kann ich da up-aimen. Oh Gott, hier? Von, oh ja, achso, hier sind auch noch Fans, ja, geil. Nicht ein, ja genau, pass auf, pass auf. Ah, ich seh ihn in dem linken Fenster. Oh Gott. Ah, ich seh ihn, Achtung, Granate. Ja. Ich hab auch Granate, ich krieg eine ab. Ich hab deine hingeworfen. Ich müsste genau getroffen. Was zur Hölle? Ich hab einen ausgenockt. Ah, der ist tot, komm mit. Komm mit, lass rein, da ist er. Er ist links. Pass auf. Ich weiß, die Granate. Weg. Ich werd sterben. Nein, wirst du nicht. Okay, nice. Lass auf, ich geh mal außen rum, oder was? Ich werf grad noch eine Granate rein. Okay, ich auch. Er moved. Lass aber reinkommen, Jolo. Ich hab nicht viel HP. Oh, dann halt dich doch mit dem Koffer. Ich weiß nicht, ob ich einen hab. Ja. Ich hab dir einen gegeben. Ja, hab ich vergessen. Lass mal hier links lang, oder? Ja. Sind wir hoch? Ja. Ab nach oben. Ich guck rechts. Zwei. Die sind hier unter uns. Ja, ja. Die sind direkt unter uns, glaube ich. Bin ich einfach hier. Achso, hier runter. Okay, ich bin unten. Da wieder selbst. Hä? Warte, wir dürfen uns nicht blocken. Sind sie auf der anderen Seite? Sollen wir nochmal ganz hoch? Ich höre sie. Alter, die sind, glaube ich, unten. Was? Wow. Hä? Achtung, okay. Granate. Okay, Achtung. Ah, ich sehe ihn da. Er ist hier bei mir. Ich werfe eine Granate hin. Ich muss weg. Nachher. Ah, ich hab nur eine Smoke, Mist. Achtung. Lass mal aufs Dach. Hochgehen. Geh hoch. Ich werfe eine Granate runter. Ich werfe ein Schmerzmittel. Okay. Ich hab nur noch eine. Ich hab gar keine mehr, ich hab irgendwie 4 oder 5 Stück geworfen. Ich werf gleich. Wo zur Hölle sind die? Unten links, glaube ich, am Gebäude. Was ist das für ein dummer? Alter, was ist das für ein Fight? Wow. Wie nervig. Okay das Fall. ist dumm. Sollen wir einfach hier runter wollen, nach hinten? Runterspringen, ja, hier wieder. So, hier so. Ja. Lass ganz runter. Okay. Komm mal. Nice. Okay, und wieder rein? Warte, ich guck. Im rechts. Die Zone kommt. Lass mal hier hinten rum. Ja. Ich wurde abgeschossen. Nee, du wirst abgebaut. Ja. Okay, das war aber aus der Richtung. Okay. Ja, das waren die. Treffen uns nicht. Ich höre mich. Ah, okay. Fuck. Kann sein, dass ich sterbe. Ich muss rennen. Ja, lauf du. Oh nein, aber die Border ist doch gar nicht so stark, oder? Es geht, ich hab halt nicht so viel Leben. Shit. Ja, das ist jetzt geil. Oh, da ist eine Kiste. Boah, bitte hab nur... Okay, ich kann hier nicht looten. Hier sind so viele gestorben, lol. Hier ist ein Loch, bei mir. Ich will kein Loch. Ja, alles klar. Ich bin drin. Ach, von links. Ich weiß von wo. Von wo? Von 5. Leg dich hin. Ich muss mich kann heilen. Kann ich nicht. Ich muss mich heilen. Ich heil mich gerade eben. Ja, wenn du dich hinlegst, können sie dich normalerweise nicht sehen. Da rechts ist einer! Okay. Scheiße, wir müssen rennen. Wir müssen ein bisschen rennen. Hab ihn einmal, glaube ich. Ja. Ach, du bist sogar hinter mir. Nice. Okay, ich heb mich kurz hin. Wow. Pass auf. Okay, ich liege. Alles gut. Ich kann mich nicht mehr weiter heilen. Ist aber auch egal. Ich habe halt keine Winchester, ne? Das ist... Oh fuck. Da hat einer eine Granate abbekommen. Ja, ich hab eine Rauchgranate, ich werf die mal hier hin. Ich seh ihn. Er hat Schuss. Ich muss mich hinlegen. Frei. Ja. Ich muss mich jetzt heilen, mehr kann ich nicht mehr machen. Von links auch noch, lol. Granate? Lass rennen, lass einfach rennen. Ist meine Smoke. Ich renne jetzt trotzdem.
renn jetzt einfach rückwärts den Scheiß entlang. What the fuck, bei mir hat's geleckt. Renn hier runter. Ich werf die Waffe weg, Sekunde. Ja. Wir müssen auch reinlaufen. Ja. Die Zone kommt. Die wird wehtun. Sollen sie ruhig weiterböllern, die rennen uns, glaube ich, hinterher. Versuch hier in die Hügel ein bisschen zu nehmen. Ja, ich tanz. Ja. Die werden jetzt wieder auf uns ballern. Leute, lauf doch! Ihr habt dasselbe Problem wie wir. Ist halt wirklich so. Ja, das ist richtig dumm. Oh, links neben dir, links neben dir, voll nah. Ich weiß. Voll nah. Ich wurde getroffen. Scheiße, du musst echt. Nein, wirst du nicht. Och, hätte ich eine Winchester. Ist das ekelhaft. Ich geh mal ganz rechts am Rand, du bist eh verloren. Ich kann dich da niemals aufheben. Ja. Ich schieß dreimal auf hier mit der Shotgun, ich treff kein einziges Mal. Er schießt auf, ich bin down. Und? Das ist der Unterschied zwischen meiner Shotgun und der Shotgun von denen. Die haben ein anderes Modell. Ey, ich könnte es überleben, ne? Ich werde gewinnen, Klaus. Ich werde gewinnen. Mach das! Du schaffst es! Ich schaff es, Klaus! Und die haben da gerade hinten Stress. Vor dir! Fuck. Du hast ihn einmal getroffen. Hä? Von woanders noch? Das war nicht er. Weiß oder? Ich nicht. Keine Ahnung. Nee, es war... Ich glaube auch, was der andere war. Doch, es war tatsächlich der. Es klang, also es sah überhaupt nicht danach. Hinter mir waren auch welche, die das ist ein haben. Hit! Ja, dann danach brauchst du nicht gehen bei dem Spectaten. Und das war's mit Ball, meine lieben Leute. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Nein, kleiner Spaß. Ich würde noch gerne abschließend schnell was zu den Runden sagen. Also, 0 Punkte in 3 Runden ist natürlich nicht schön und ist keiner von uns beiden stolz drauf und möchten wir auch nicht nochmal erleben, deswegen machen wir nie wieder bei Ball mit. Nein. aber ich finde, also es hätte mit ein bisschen mehr Feingefühl hätte es halt auch anders ausgehen können. Was mich ein bisschen gestört hatte, war so generell über die ersten beiden Runden verteilt die Waffen. Also eine K mit einem ADEX ist natürlich, will ich mich gar nicht drüber beschweren, aber dann haben wir eine M16, auf der kein Scope ist und das Achtfach geht ja nicht mehr auf die M16 seit dem Patch. Oh, also ich hab die. Und das ist ein bisschen frustrierend, gerade in so einem Fight, wo Manu direkt ausgenockt ist, weil ich in Drucksituationen mit der K einfach nicht die sicheren Kills holen kann. Die Shots waren alle sehr, sehr knapp, aber sehr, sehr knapp bringt mich halt nicht voran, ne? Und mit einem 16 und einem Vierfach hätte ich da, glaube ich, mehr reißen können. Wie dem auch sei, ist wie es gekommen ist. Ist natürlich auch blöd mit dem Auto da gewesen, aber der kleine Zufall kann nicht dafür sorgen, dass wir da so sterben, wie wir da gestorben sind. Wobei die Situation natürlich nicht so zustande gekommen wäre, aber das hatte wenig mit der Situation, wie die exekutiert wurde, oder wie wir exekutiert worden sind in der Situation, zu tun. In der zweiten Runde... Das hat mich ein bisschen mehr angestunken, vor allem wenn man sich das Replay so anguckt. Die eine Person, ich glaube es ist die, die rechts vom Zaun steht, die auf mich schießt, die landet erstmal auf einer M16, findet dann noch eine Mini. Der andere landet von der Lagerhalle, geht da durch, findet ein Backpack, geht in die nächste Lagerhalle und hat auch eine M16. Währenddem ich in der Runde davor, größtenteils geschnitten, durch ein ganzes Haus renne und eine ganze K mit da rausnehme. Die M16 hatten wir später in den Häusern gefunden. Und in der zweiten Runde dann ein K mit einem Red Dot und eine Shotty finde. Und das ist dann natürlich ein bisschen hart gegen Leute, die eine M16, eine Mini, eine M16 und eine UMP haben. Weil natürlich der erste Shot sitzen muss, aber auf 25 Meter Entfernung ist die Shotty durch Wände nicht gut. Aber die K ist halt nur... Hit or Miss. Und ja, ist ein bisschen ärgerlich. Hätte in der Situation, wie ich gestorben bin, tatsächlich nichts geändert, aber ich hätte mich wahrscheinlich anders positionieren können mit einer anderen Waffe. Der Shot mit der Karabiner sah, fand ich auch gar nicht so schlecht aus, dafür, dass er aus dem Reflex kam, weil ich den Schuss von links da wahrgenommen habe. Hat aber nicht getroffen. Wäre der drin gewesen, das wäre natürlich ziemlich sick gewesen. Aber dass wir da sterben, ist so gesehen selbstverständlich, ist aber halt scheiße. Wir hätten uns vorher zurückziehen müssen. Ist ein bisschen unlucky. Das gehört halt auch dazu. Ja. Und die dritte Runde haben wir einfach viel zu lange overstayed in dem Fight gegen Ollie Pocket und Bierbank. Und
Ja, ist ein bisschen schade, weil da hätte man was reißen können. Shit happens. Ich hoffe, dass beim nächsten Ball das Ganze besser laufen wird. Ob ich mich fürs nächste bewerben werde, weiß ich noch nicht. Das steht für den 10. Februar an. Allerdings habe ich ab dem 13. oder 14. Februar Klausuren für 2 Wochen. Und das ist halt schon ein Aufwand. Erstens, den man in Ball steckt. Das geht um 6 Uhr los und man ist eventuell gegen 10 fertig oder so. Es sind 4 Stunden, wo ich nur zocke und nichts anderes mache und dabei qualitativ nicht mal 4 Stunden zocke, sondern 2,5 Stunden oder 2 Stunden, je nachdem, wie schnell ich im Ball sterbe. In diesem Ball dann vielleicht 3,5 Stunden im Loading Screen sitze und nichts mache oder sonstiges. Deswegen, dann kostet das unheimlich viel Zeit, Ball zu schneiden. Ich habe daran auch Spaß, nur ist es dann für die Zeit, wo ich Klausuren schreibe, mir ein bisschen zu viel. Deswegen könnte es sein, dass ich mich erst wieder fürs Übernächste versuche, ob ich da natürlich angenommen werde und sonstiges. Ist eine andere Geschichte. Jetzt habe ich aber noch viel gelabert. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr könnt ja mal so eure Meinung noch dazu abgeben. Falls es so rüberkam, dass ich Ausreden suche oder so, ist nicht der Fall. Sind wir selber schuld. Man hätte anders spielen müssen. Es ist nur so, dass es halt ja, auch nicht die perfekte Situation war, um da rauszukommen, fand ich für mich. Also mit dem, was ich kann. Da hätte ich mir mit einer M16 beide Male viel mehr zugetraut und glaube ich auch jedes Mal ein bisschen anders und besser reagieren können. Und ich glaube, man hätte da wirklich dann mehr rausholen können. Aber man muss mit den Sachen, die man gegeben kriegt, umgehen können. Und das gehört auch dazu. Man kann sich nicht aussuchen, was man kriegt. That's part of the game. Aber ich wollte nur sagen, ich fand es war nicht per se so schlecht, wie das Ergebnis aussehen lassen hat. Also 0 in 3 Runden ist grottenschlecht und wir sind auch überall direkt schnell gestorben, außer zum Schluss. Aber es war close. Oder wie meine Mama immer sagt, Klaus. Nein, gut, egal. Vielen lieben Dank. Schaut in die Beschreibung, da ist auch der Manuel verlinkt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.